Hi, heute mobben wir Admins in GTA. Ich glaube, die nehmen schon gebannt. Ey, warum bin ich? Wir denken ja, aber warum können wir dann laufen? Jetzt bin ich auch gefesselt, ja? Ach. Ah, der ist es. Ey, was ist der Digga? Komm mal beide im Support. Entfessel mich jetzt. Entfessel mich bitte. Entfessel Kommt mich beide bitte. im Support oder ich banne euch. Ganz einfach. Sofort. Und könnt ihr mich jetzt mal entfesseln, der Hengst, bitte? Einfach Edmunds mobben. Edmunds. Oder ist es niemand drinnen? Digga, was für ein toter Scheißserver, Digga. Junge, es sind doch. Ah, hier sind welche, hier sind welche. Hier sind, das sind wieder diese Weiber von letztens. Komm, 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 schnell. Digga, schau, wie ich laufe. Hallo, was geht bei Ihnen so? Oh Gott. Was gab hier? Ja, auch gut. Hä, warum sehe ich die Herren nicht? Ich höre sie nur. Hä, wie sie sehen uns nicht? Ich jetzt ohne Scheiß. Meine Augen haben ein bisschen Probleme. Okay, lass sie fesseln. Lass sie, sieht uns nicht, sie sieht uns nicht. Ja, warte. Ich sehe gar nichts mehr. Scheiße. Warte, mach du die Pick, ich mach die mit weißen Haaren. Ja, warte, komm, ich trage dich raus. Ja, ich hab sie gefesselt. Was zur Hölle? Warum bin ich gefesselt? Jetzt fessel die andere. Warte, geh weg, warte, warte. Ich mach. Ja, fessel du sie. Die Dame, was ist mit ihren Händen los? Ja, also. Kannst du mich runterlassen? Ja, ich bin aber gefesselt. Warte mal, kann ich dich entfesseln? Ich kann gerade gar nichts machen. Och, das ist doch jetzt. Ach, das geht's. Das ist doch so geil, Digga. Ja. Können Sie uns mal bitte wieder entfesseln? Also, ich war das gerade gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, warst du das? Hast du das gemacht? Ich hab eigentlich niemanden gefesselt, nein. Hat einer von Ihnen eine Schere dabei vielleicht? Tatsächlich nicht, nein. Ich bin gerade vom Krankenhaus gekommen, ich habe gar nichts dabei. Wo kann man Schere kaufen? Ach so, haha. Normalerweise im Shop, aber in dem Shop waren glaube ich keine. Da kannst du ja nur Spielchips kaufen. Guck mal kurz nach. Das ist doch scheiße. Ich guck nach, ich sag, da waren keine. Okay. So schlechte Neuigkeit, im Laden gibt's leider keine Scheren. Ach scheiße. Ja toll. Super, jetzt werde ich nur angerufen. Fein. Das ist so eine scheiß Klingelton. Klappt das? Ja. Ja, sind sie gerade am Telefon, während sie gefesselt sind, oder wie ist das jetzt? Das Ding ist, einfach wir abklären. Haben hier gerade... Nein, warte, warte, wir warten, bis die Kollegen von denen kommen. Wir warten, bis sie kommen und dann fesseln wir die auch einfach. Wie lange ist die Kampffähigkeit noch? Ich weiß nicht, das steht da nicht. Wer auch immer dich da anruft, der soll seinen Arsch hier bewegen. Können wir sie irgendwo hinfahren, oder? Nee, wir haben ja hier, wir müssen nur entfesselt Alles werden, klar. Das wäre ganz Ja, das können wir leider nicht machen, wir haben ja keine Schere, deswegen. Ja. Schlecht. Sehr schlecht. Aber wie geht denn das, dass sie überhaupt gefesselt sind? Also, wenn wir das nicht waren? Wenn wir ihnen das sagen könnten, dann würden wir das auch tun. Das ist ja ziemlich, Komm. Ziemlich suspekt, ne? Ja, finden wir auch. So, kommt der jetzt, derjenige, den du am Telefon hattest, eventuell? Nee, die haben gerade selber ein Problem. Ach, das ist doch ein Witz. Ruf mal einen Kollegen. Jetzt muss auf jeden Fall irgendwer sein, der fesseln und entfesseln kann. Hallo, Robert, wir haben ein kleines Problem an der Mall gerade. Wir waren gerade mit zwei Damen, also ich. Hast du vielleicht Scheren, weil wir können nicht da, da ist einer, da ist einer, wer ist das? Ich schreib dir gleich oder so. Jo, Homie, wie geht's dir? Hallo? Alles gut? Hallo? Der Herr, können Sie auch reden oder? Nee, ich bin stumm. Ach so, okay. Hey, was soll das? Ich hab ihn jetzt auch einfach gefesselt. Ja. Hallo. Kollege. Robert hat Scheren, wir können eigentlich zu dem jetzt fahren. Ach so, wo ist denn der? Warte, ich kann dir auf Neues machen. Sollen wir sie mitnehmen und dann können wir Scheren bekommen? Nö, danke. Also wir können sie tatsächlich mitnehmen, wenn sie wollen. Ey. Nein, auch wir bleiben hier, danke. Dieser grünhaarige Wichser. Hallo? Sind sie sich sicher? Oder du Grünhaariger, ja. Halt mal kurz deine Schnauze, wir reden hier gerade, ja? Also. Ey, mach mal los jetzt. Halt mal ganz kurz deine Fresse, bitte. So ist dein Auto, ich klaue sein Auto, Digga. Mach mal auf jetzt, mach mal Fesseln weg. Jo. Ja? Mach mal die ja, Fesseln halt mal kurz weg. Deine Fresse, ganz kurz. Ist irgendwas mit dir, oder? Du sollst die Fesseln wegmachen, du Vogel. Ja, okay, könnte ich ja machen, wenn ich eine Schere hätte, habe ich aber leider nicht, weißt du? Ah, warte, ich kann wegmachen, warte. Bleib stehen, warte. Digga. Hast du Scheren? Mach seine Fesseln weg und dann... Wieso kommt denn keiner mehr, Digga? Wieso ist hier niemand Ehrlich? Mehr? Also sie haben da jetzt auch keine Freunde, die sie anrufen können, oder wie ist das?
Ja, geht ja schlecht. Naja, also wie ist die Dame denn vorne an ihr Telefon rangegangen? Das habe ich ja nicht verstanden. Ja, hier geht gerade einiges schief. Ach, Alter. Wer ist denn der Kollege da hinten? Ich sehe ja gerade nichts. Wir sehen nichts. Wir haben Google Maps vor den Augen. Ach so, und sie kriegen das nicht weg, oder wie? Ja, aber das ist sehr schade. Ja. Dann kennt sie die Augenprobleme. Bille, komm. Ja, ja Bille. Das ist doch jetzt gerade richtig schmutzig. Was soll denn das jetzt? Bille kaufen, ja. Ja. Hallo, die Herrschaften? Die Herrschaften, kann man ihnen helfen? Lass eine von ihnen zwei Scheren. Haben sie eventuell Scheren für uns? Moment, ich guck lass, mal. Lass sie fesseln, lass sie fesseln. Yeah. Tiger! Oh ja, Kollege, du bist einmal festgenommen. Du bist ein Hund. Das ist grüne Wiese hier, gell? Brauchst du noch irgendwas, oder? Ich verstehe gerade nicht. Finde ich dir lustig einzufesseln, oder was? Was? Ja, wie bitte? Finde ich dir lustig zu fesseln, oder was? Kannst du mal kurz deine Schnauze halten einfach? Wir versuchen hier gerade zu unterhalten, ich und mein Kollege, ja? Danke. Ah ja. Also Gustav, wie war denn das mit den Autoreifen? Was hast du da neu geholt? Kannst du mal deine Bruder wie Digga, schieß ihn mal. Ja, aber was fesselt ihr ohne Grund, hä? Ja. Ich weiß wer, aber alles gut, ich weiß wer. Ups. Guck mal, ich mach 360 sogar. Was machst du? Nein! Die Damen, hören Sie uns? Ja, wir hören sie. Was ist da passiert? Jemand wurde erschossen. Ich sehe gerade gar nichts. Wir sehen nichts. Wir haben Google Maps vor den Augen. Wir können es dir nicht sagen. Warum habt ihr eigentlich gerade den Typen einfach so erschossen? Also das war der andere Typ. Ich weiß nicht, was sein Problem ist. Welchen Typen? Ich erschieß den anderen einfach. Da ist ein Supporter. Aus Sicherheitsgründen wurde ich gebannt. Der erschießt einfach Leute, hast du das gesehen? Hier soll ein Mörder sein. Wäre geil, wenn ich jetzt endlich mal wieder was sehen könnte. Hier soll ein Mörder sein. Der ist ein Mörder? Ja, kann sein. Der hatte Waffen und so, der konnte Leute fesseln und so, weißt du? Deswegen. Was hast du den jetzt gebannt? Ist der gebannt, Leute? Leute, Jungs. Ist der ich weiß es nicht, ob die niemanden gebannt Alex, ist der gebannt, Leute? Jungs, ich hab ihn gebannt, holt die alle hoch. Jungs, ist der gebannt? Ja, aber warum können wir dann laufen? Jetzt bin ich auch gefesselt, ja. Jungs, ist der gebannt, ist Jungs? Mach den weg. Ah, geil! Ist weggebannt. Bad Fleet. Machst du bitte die Fesseln los? Ich war kurz im Kopf, was ist mit Fesseln? Machst du jetzt mal die Fesseln los bei mir? Okay, der PD hat gefesselt. Was für Fesseln? Das Seil lösen. Ich war gerade im Kopf, mein Vater war gerade da, also ich war im Kopf. Ja, aber trotzdem, löse mal bitte das Seil. Ich muss kurz eine Schere kaufen. Kannst du ihn durchsuchen oder so? Nein, bringt halt nichts. Achso, man kann die Sachen nicht reinziehen, gell? Das ging nicht. Nein. Was für eine Schere jetzt? Ja, ich habe einen gekauft, aber ich habe dich gar nicht gefesselt, also ich weiß jetzt nicht. Dankeschön. Kein Problem. Hallo, die Herrschaften. Hallo. Hat einer von Ihnen vielleicht ein bisschen Geld? Jungs, hier ist kein Parkplatz, einmal bitte weiterfahren. Ja, wir wollen ja nur Geld haben, also... Ja, trotzdem ist kein Parkplatz. Ja, wir parken ja nicht, wir wollen nur Geld haben. Keine Haltestelle. Also haben Sie jetzt Geld oder... Eher nicht. Ja, ich hab Geld, oder? Auch Geld für uns? Nein, leider nicht. Wie Bruder? Warum Bruder? Ich hab deine Mutter gefickt. Ach so? Davon weiß ich gar nichts. Ja, und deswegen Bruder. Du. Was machst du? Gleichfalls. Tschüss. Nein. Was hat der gemacht? Bruder, Silver ist tot. Nein, ich schieß jetzt auch ab. Hör auf! Nein! Er schießt auf mich! Hör auf damit! Der steigt mir ein. Hör auf damit! Schlag mich nicht! Hallo? Er Kommt schießt hier! Beide. Wie bitte? Was? Hallo? Ey, was wird der? Komm mal beide im Support! Aber er hat doch gar nichts gemacht, er hat doch geschossen! Entfessel mich jetzt! Er hat doch geschossen! Entfessel mich bitte! Ich war das nicht! Kommt beide im Support oder ich banne euch, ganz einfach, sofort. Welchen Support denn? Support Warteraum oder wie? Ja, beide, sofort. Aber warum denn ich? Hä, ich hab doch gar nichts gemacht. Alle beide. Okay. Und könnt ihr mich jetzt mal fesseln in der Hanks, bitte? Also, was ist denn das Problem jetzt genau? Ja, kann ich ja sagen. Punkt 1, schießen in der Safe Zone, warum? Habe ich geschossen oder ich weiß nicht, warum bin ich jetzt im Support überhaupt? Weil du dabei warst.
Ihr seid gerade die ganze Zeit zusammen rumgefahren. Ich habe euch die ganze Zeit schon beobachtet. Aber ich habe ja nicht geschossen. Ja, trotzdem warst du dabei. So, aber dann der andere, John Winkler, ne? Oder wer war das? Nee, ich bin John Winkler. So, wer hat geschossen? Ja, ich hole die anderen zwei hoch, ne? So, warum hast du geschossen in der Safe Zone? Der hat seine auf einmal Mutter beleidigt, Digga. Warum? Wir haben ihn nach Geld gefragt, ob er für uns Geld hat. Auf einmal fängt er an, unsere Mutter zu beleidigen. Hast du einen Clip davon, was er gesagt hat? Ich guck mal, aber ich glaube nicht. Hast du Clip? Oh, scheiße. Nee, tatsächlich nicht. Ja. Das ist dann schlecht für euch beide. Aber wieso denn für mich? Ich habe ja nicht geschossen. Ich weiß jetzt nicht. Ich bin ja sogar ausgestiegen und wollte dann helfen. Ich wollte gerade einen Dispatch abgeben und dann ist ein Supporter gekommen, so in-game, also. So. Aber Hans, du weißt doch, dass das eine Safe Zone ist, oder hast du das Regelwerk nicht gelesen? Natürlich weiß ich, dass es eine Safe Zone ist. Aha, ja, warum schießt du dann in der Safe Zone? Ich hatte halt doch Bock drauf. Mhm, ja, sehr gut. Finde ich echt klasse von dir. Kein Problem. Das Ding ist, er hat ja zu mir gesagt, er hat meine Mutter gefickt, so weißt du? Ist das erlaubt bei euch, einfach auf Mütter gehen, so? Habt ihr einen Clip davon? Chill mal, Digga, Metal Lidler hatte ich. Glaube, ich habe das auf Clip, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, wenn du das hast, dann ist das wunderbar. Du kriegst trotzdem erstmal schon mal ein Warn wegen Schießen ohne Call. Wie ist das bei euch mit diesen harten Beleidigungen? Ich habe jetzt die Regeln nicht mehr ganz im Kopf. Ist jetzt länger her, dass ich gejoint bin. Darf man sowas sagen, oder? Habt ihr das Regelwerk gelesen? Also wie gesagt, das ist länger her, dass ich gejoint bin. Ich lese mir nicht jeden Tag das Regelwerk durch. Ja, ich habe hier Clip jetzt. So, kann ich zeigen? Warte mal. Kann ich den Clip zeigen, oder? Nee, das geht hier gerade nicht. Warte mal bitte. Ja, Jungs. Dann kannst also kurz muten. Ja, warte, ich mute die beiden mal eben kurz. Ich musste kurz was sagen. Bruder, was machen die, Digga? Machen die Buchbesprechungen im Support oder was? Digga, was soll denn der Scheiß jetzt? Silber, der ist VIP, der hat Ding. Der payt einfach rein. Der gibt einfach Geld aus für einen RP-Server, Digga. Ich werd behindert. Jungs? Ja? Ihr seid beide perma gebannt. Aber wieso denn? Ja. Und so ein Mox ist jetzt 2 Jahre lang gestorben, so. Konnte ich nicht einfach so sagen? Nö, wir haben das gerade besprochen und. Aber was ist denn das Problem jetzt? Habe ich gerade jemanden umgeschossen? Habe ich einen Regelbruch gemacht oder wie ist das? Ich verstehe das gerade nicht. Wir haben das gerade so entschieden, damit mal ein bisschen Ruhe hier wieder einkehrt. Ja, aber guck mal, ich habe doch nichts gemacht, oder? Kannst du mir sagen, wo ich einen Regelverstoß gemacht habe? Ich habe ja niemanden umgeschossen in der Safe Zone. Ihr habt beide eben schon die ganze Zeit in der Mall rumgetrollt. Schwimm auf deine Mutter. Ja. Jungs, ihr hattet bereits beide einen Bann für Trolling oder zumindest einer von euch. Jaden, komm mal runter. Ach, geil, okay. Geiler Server auf jeden Fall. Bann und Trolling.